Ausschreitung im Georg-Melches-Stadion hat der Deutsche Fußballbund jetzt mit den Ermittlungen begonnen. Bei der Zweitligapartie zwischen Rot-Weiß Essen und Hansa Rostock am Montag hatten mehrere Gästefans Leuchtfeuer abgeschossen und damit einen Brand ausgelöst. Dabei wurden 14 Zuschauer verletzt. Die Polizei nahm 75 Randalierer vorübergehend in Gewahrsam. RWE-Sportdirektor Olaf Jansen betonte heute, dass sein Club die Aufsichtspflicht nicht verletzt habe. Daher schließe er eine Bestrafung für die Essener aus. Die weiteren Nachrichten aus Nordrhein-Westfalen.